So, wo bin ich jetzt gelandet? Hier sind Pferde. Moment. Karte. Atlas. Hä? Ja, wer weiß, jetzt bin ich da. So. Ja, da hätte ich auch hin teleportieren können. Hä? Hätte ich mich nicht töten müssen. Da schauen wir doch gleich mal. Oh, hier ist ein Anker. Hey, da ist ein Schiff. Ne, da ist okay 300. Ja, da ist ein Fluss. Das heißt okay 300. Hinter rechts vom Hafen. Na, da können wir ja mal schauen. Also rechts vom Hafen. Wenn da... Der Herbie hat ja immer so eine kleine Schwäche, was rechts links angeht, hä? Rechts vom Hafen. In der großen Bucht. In der großen Bucht. In der, ja, da gucken wir da mal hin, in der großen Bucht. Ja, also im Weg. So. Welche gefährlichen Tiere hier wohl lauern? Keine Ahnung. Hey! Ein Riesenschiff. Ja, oh. Nicht schlecht. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ja, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Mal schauen, was er schreibt. Schwimmen. Ja, das ist ja auch wieder toll. Na dann ist der Herbie mal mutig und schwimmt da jetzt hin. Aber wir schwimmen einfach geradeaus. Die Leiter wird auch hinten sein, ha? Ja, wahrscheinlich. Es ist ganz schön weit. Nicht umdrehen, Herbie, nicht umdrehen. Wisst ihr? Wir schwimmen geradeaus in der Hoffnung, wir überleben das. Der Herbie ist unter Wasser getaucht. Kein Grund zur Panik. Noch kein Grund zur Panik. Mit der Welle schwimmen, mit der Welle. Ich sehe die Leiter schon. Und schwupp, schwupp, schwupp. Na? Jetzt an die Leiter. Okay, ein bisschen mit so und dann gerade rüber. So. Jetzt ist der Hörbli wieder zu weit geschwommen. Also das mit der Leiter ist halt so eine Sache. Das muss man erstmal treffen, ja? So. Und das geht halt verdammt schnell. Ja, 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 der Herbie hat's geschafft. Mal Hallo rufen. Hallo, ich hab's geschafft. Ich bin happy. Grüß dich. So. Hey. Huch. Alles klar soweit? Ja, also ich habe schon meine Abenteuer erlebt, muss ich sagen. Und bei besonders dir? Besonders auf der Bossinsel, was? Ja, das war voll gruselig. Ich dachte so, ach, eine schöne Insel, da willst du jetzt hin. Und dann so einen Kram. Da gibt es Honig und sowas. Gibt's woanders nicht. Ah. Wenn wir mal so eine Seeschlacht machen oder sowas, kann ich dich ja wieder kicken. Ja, ausgerechnet der Herbie und die Seeschlacht. Ich bin ja froh, wenn ich erstmal alles andere hinkriege. Ja gut, was sagst du zu meinem Schiff? Also ich bin ganz schön stolz, muss man das sein. Also der Wahnsinn, hm? Ja, macht schon Spaß. Ich habe auch 4 Seeleute angeheuert. Die kosten ab Tag 1 Gold, aber wir kriegen ja genug durch die Kisten, die man so findet. Wirklich toll. Also wirklich schön gemacht, ehrlich. Das Spiel ist auch echt toll. Also macht so Laune. Ja. Willst du die Kajüte mal sehen? Ja, gerne. Dann los. Also dann lassen wir uns doch mal eine Schiffsführung machen. Ja? Ist ein bisschen dunkel gerade, aber naja. Ist ein bisschen dunkel jetzt, aber das ist die erste. Ui. Dann geht's ja noch runter, aber wir gehen außen nochmal hoch. Also hier steht mein Bett und ein bisschen Vorräte.
Hier mit Salz und so, dann hält sich das ja lange. Ach so, ja, ich muss Salz einfach reintun und dann hält das. Das ist ja lustig. Ja. In dem Mörser kannst du spezielles Salz machen. Huch. Das war die falsche Richtung. Ja. Wo gehen wir jetzt rein? Ah, da oben ist er. Ja. Wenn du da was brauchst, kannst du rausnehmen. Und ich habe das Ruder immer gern ein bisschen seitlich. Dann kann man so ein bisschen am Schiff lang vorbeigucken. Und ich habe mir hier auch so ein bisschen, das ist nicht so symmetrisch, aber das mag ich. Ja, das ist gut. Also wirklich toll, also der Wahnsinn. Ja. Hier hinten habe ich noch so Dreiecke draufgesetzt. Und zwischen den zwei Dreiecken, da kommen praktisch noch so eine dicke Kanone oder ein Mörser oder sowas, ne? Jetzt. So, diese ganz großen, dicken Dinger kommen hier drauf. Ich habe auch meine erste Kobra erlegt. Ja, da ist der Herbie stolz. Ne, die großen? Naja, so Giftschlangen halt, wisst ihr? Also. Ja, gibt ja zwei Größen. Dann war es bestimmt eine kleine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hörbe schon eine große geschafft hat. Ach, mit Level 19 schaffst du. Also reparieren tue ich dann gern, wenn wir hier die Schiffe machen von den Geistern. Mhm. Ja, musst du dann auch. Ja, das ist logisch. Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Seltsam, hä? Als gestern bin ich schon ein paar Mal rausgeflogen. Das liegt aber nicht am Server. Also Harry, der fliegt eigentlich nicht raus und ich bin auch noch nie rausgeflogen. Ja, wer weiß. Vielleicht hat jemand einen Staubsauger bei uns angemacht und schon ist man rausgeflogen. Ja, also liegt es halt an meinem Computer, dass der Herbie hier rausfliegt, hä? Ja. Da sitzen sie alle. Oh. Ein Trainingsdummy, das ist ja lustig. Das ist geil. Ein Trainingsdummy. Ja. Wollen wir ein Stück fahren? Ja, gerne. Hey, wir machen eine kleine Ausflugsfahrt. Oh, wie schön. Wow! Und da werden die Segel runtergelassen. Ja, wie geil ist das denn? Leute, halt! Wow! Wow, das ist still. Ja. Am guten Wind zum Oro-Atoll. Ja. Du könntest mal in die untere Kabine gehen, da ist ein Schrank, da sind Enterhaken. Wenn ich jetzt eine Kiste sehe, halte ich an und die kannst du mit dem Enterhaken dann ranziehen. Okay. Runter in die Kajüte. Hier, Enterhaken, ja, das stimmt. Was brauche ich alles dafür? Ich habe aber keine Ahnung, wie man das macht. Das ist jetzt mein erstes Mal. Jo. Das macht nichts. Brauchst du bloß in die Leiste unten legen auf irgendeine Nummer und dann klicken und dann da ist schon eine Kiste vor uns. Kannst gleich mal ausprobieren. Das ist selbsterklärend. Okay. Ja, hier. Okay, also Backboard. Eins. Und die lootet sich automatisch, so wie die gegen das Schiff kommt. Hey! Ich hab meine erste Kiste. Cool, ne? Jo.
Wo ist die jetzt? Habe ich das jetzt eingesammelt? Wow! Kann ich morgen die NPCs von bezahlen? Oder neue kaufen? Boah, das ist toll. Ich habe Zwiebeln gekriegt und Tee und Kartoffeln und Dächer. Ne, Blueprint. Mal 38. Diese haben meistens bessere Verwerte. Schade, dass ich das jetzt nicht mitnehmen kann. Hä? Ja. Das macht voll Laune. Oh, jetzt bin ich fast runtergefallen, ne? Über Bord will ich nicht gehen. Das ist meine Lagune hier. Mensch, das ist ja schön. Ja, siehst du, da bin ich immer drum herum gefahren. Und du hast gleich hier Tiefwasser, ne? Nicht so, nicht so Flachwasser, du gehst gleich tief runter. Wow, also das ist ja schick. Das kann der Hobby jetzt gleich mal gucken auf der Karte. Atlas. Aha, da hätte der Hobby hingemusst. Ja. Und bei dir jetzt gegenüber, unten im Süden, da ist meine Insel. Und meine Insel ist direkt neben der Bossinsel. Ja. Ich schau gleich mal. Hast du bei der Bossinsel auch was? Ein Bett? Nee, da hab ich Schiss gekriegt. Wisst ihr, da bin ich gleich weitergefahren. Da lacht er. Der 300, wisst ihr? Ja, also das mit dem... Das hat doch nur, glaube ich, nicht da unten so ein Tiefwasser. Wir können ja mal schauen. Hey. Bei Herbie können wir mal gucken, aber bei Herbie ist es so, dass es nicht tief wird. Seht ihr, da müssen wir erst weiter raus, ehe der Herbie was bauen kann. Da hat das wirklich richtig gut hier. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, da kann der Herbie ja das Ding wieder einpacken, da runterbringen. Kiste? Hä, hat der Herbie jetzt, hat doch hier vorhin eine Kiste gehabt. Ja, da ist er jetzt falsch abgebogen wahrscheinlich. Na gut, dann packen wir es halt da rein. Das ist zwar irgendeine Reparationskiste. Ja, der Herbie muss hier runter und dahin. Huch. Müssen wir alles schön wieder zurück tun hier. Und dann wieder rein. Dann gehen wir mal bei ihm Hallo sagen. Jetzt hat der Herbie schon wieder den Kampfmodus. Ja, ja. So. Also. Nicht schlecht. Kann man rudern. Wo willst du denn hin? Na, no, das ist schon... ja. Das ist ja lustig. Ja, so ein Ruderboot macht schon Laune.
Perfekt. Perfekt. Ja. Also hier habe ich richtig schöne Löwen, Tiger, Elefanten und große Klapperschlangen. Was? Okay. Und im Prinzip könntest du ja diese Werft auch benutzen. Die braucht man ja nicht zweimal bauen, ne? Ja, das stimmt eigentlich. Also wenn ich mal, wenn ich so weit bin, ein Boot bauen zu können, dann melde ich mich. Ja, das hier, ich zeig dir noch mal eine Foto schöne wert. Ja, die Wildschweine hat der Hobby auch. Das war ein Alpha-Schwein, habt ihr das gesehen? Hopp. Ich sag mal, ja, der Hobby hat ja keine Waffe oder sowas. Ja. Also so ähnlich sind meine Klapperschlangen auch. Also meine Kobras. Die sind aber hier viel größer noch, ne? Das war eine kleine. Hier, das sieht doch wohl toll aus hier, wie auf Bora Bora, oder? Ja, also ich finde das auch echt toll. Also du hast eine super Insel erwischt hier. Ja. Aber das Gute auf dieser Insel ist halt, du kannst hier gleich den die Werft hinbauen, du hast gleich tiefes Wasser, ne? Geht gleich relativ tief runter. Ja, das stimmt. Ja, jetzt ist er abgetaucht. Ja, also das sind denn mutige Spieler. Ja, da kann sich der Hobby schon mal was abschneiden. Ne? So. Hey, hier sind Bären, guck mal. Oh, das ist ja cool. Schaut mal. Das sind Olivenbäume, hä? Das ist ja echt lustig. Ja. Wahnsinn. Oh. Ja. Das nenne ich mal einen Fisch. Das ist, ja. Wer weiß, was er einem jetzt. Oh. Jetzt, Diese Bäume sind auch hier gut, da ist Zucker drin. Ich glaube, für die Elefanten braucht man diesen Zucker, oder? Nee, ich glaube Weizen. Ah, okay. Das ist eine betäubte, ja. Eine betäubte Möwe, die ist bestimmt von der Schlange gebissen worden vorhin. Ja, das hat der Hobby auch schon mal festgestellt. Da habe ich betäubte Affen gesehen, habe mich gefreut und dann war es die Schlange. Und als nächstes lag ja, der Hobby daneben. Ich habe auch schon einen Elefanten gesehen, der hier gelegen hat. Aha, ja. Guck mal, da hinten ist ein Rochen, der ist wieder gestrandet. Da kann man auch gut Fleisch rausholen. Da hinten am Ufer. Ja, so viel dazu. So, jetzt wahrscheinlich falle ich gleich um. Okay, aber jetzt wissen wir, wer es betäubt hat. Die Möwe, die Arme. So, ich würde mich jetzt hier an dieser Stelle verabschieden. Das tue ich auch. Ich muss ein bisschen. Ich will ein bisschen essen noch und dann muss ich ins Bett. Ja, geht mir genauso. Hä? Dann ab in die Kuh. Ich switch noch zu mir rüber. Ja. Bis bald. Ja, lass es dir gut gehen. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Komm, ich hau dich und du. Los, box mich. Jawohl, aber nicht so weit weg. Du musst dich doch nicht ins Wasser boxen. Ja.
Na, ich stell mich auch hin. Ich weiß, du bist jetzt wütend auf dem Herbie. Los. Was? Hast du jetzt den Herbie in Ruhe gelassen? Nein, nein, mach weiter. Los. Los. Ui, das war aber ein starker Stoß. Oh, das war jetzt ein starker Stoß. Das hat jetzt der Herbie... Mensch, da hat er aber einen mit den Hörnern abgekriegt. Ja, also dann war das Schweinchen sehr stark. Ja, an dieser Stelle verabschiedet sich der Herbie auch. Ne? Wir sind ja wieder zu Hause. Mal gucken. Bei uns ist noch alles gut. Ja. Ne? Also, es hat mich wieder sehr gefreut. Das Feuer ist aus, ja. Naja. Also, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, euer Herbie.